Im US-Präsidentschaftswahlkampf, da standen in der vergangenen Woche zwei Körperteile im Fokus der Berichterstattung. Auf der einen Seite Hillary Clintons Lunge, denn sie hatte eine Lungenentzündung und sie hatte das lange verschwiegen und dann ging es irgendwann nicht mehr weiter und sie musste sich erholen. Und auf der anderen Seite die Haare von Donald Trump. Da gab es ja immer mal wieder Gerüchte von der einen oder anderen Stelle, dass es sich nicht um das eigentliche Haar von Donald Trump handle, sondern dass es eine Perücke sei. Aber Jimmy Fallon durfte mal durch die Haare wuscheln und konnte so nachweisen, nein, das sind alles die echten Haare von Donald Trump. Wer das Video nicht kennt, ich habe es mal unten in die Beschreibung beigefügt, da könnt ihr es euch mal ansehen. Und in diesem Video schauen wir natürlich, wie jede Woche oder wie in den vergangenen Videos auch, auf die aktuellen Umfragewerte. Stand der Dinge ist der Sonntag, der 18. September 2016, und zwar 14:35 Uhr. So, zunächst blicken wir auf die Umfrageergebnisse über die gesamte USA verteilt. Die sehen wir hier und man sieht auch schon, es sind innerhalb von ein paar Tagen relativ viele Umfrageergebnisse hereingekommen. Ja, so langsam nähert man sich natürlich auch diesem 8. November an und da werden dann viele Umfragen durchgeführt. Wir sehen es ja hier, am 11. September haben wir drei Ergebnisse, die in die Wertung einfließen. Am 14.9. wurden vier Umfrageergebnisse von größeren Instituten oder zumindest von solchen, die auf Real Clear Politics veröffentlicht werden, durchgeführt. Wir sehen auch, LA Times wird mittlerweile jeden Tag angegeben, aber dieser Wert von LA Times fließt nur einmal in der Woche in meine Berechnung ein, denn wir sehen ja, dass LA Times sonst unverhältnismäßig oft gewertet werden würde. Wir sehen hier erst einmal, was wir bei den Werten sehen können. Bei den meisten noch eine Führung für Hillary Clinton, aber die Führung ist durchaus knapp. Wir sehen das ja beispielsweise fernab von LA Times, die ja dann doch Donald Trump klar vorne sehen, wie wir auch gleich noch sehen werden. Wir sehen hier zum Beispiel bei den Umfragen vom 14. September bei The Economist und YouGov eine 2% Führung für Clinton. Genauso sieht es auch Quinnipiac. Und bei Reuters Ipsos ist es sogar ein Unentschieden. Und Reuters Ipsos hatte sonst eine Zeit lang immer wieder Hillary Clinton stärker gesehen als viele andere Meinungsumfrageinstitute. Das heißt, das Rennen wird immer ausgeglichen. Und hier ist die zweite Seite. Und hier sehen wir, hier lag Donald Trump in den meisten vorne. Gut, man darf sich jetzt nicht täuschen lassen. Es ist ja viermal LA Times dabei. Und dann haben wir noch Rasmussen Reports. Da liegt Donald Trump auch mit 2% vorne. Bei CBS News, New York Times ist es ein Unentschieden. Nur bei Fox News konnte Hillary Clinton einen kleinen Vorsprung bewahren, 1%. Wie sieht das jetzt grafisch aus, wenn wir diese Werte einmal wieder in den gewohnten Graphen einfügen? Hier wurde noch mal ein bisschen von meiner Seite aus optimiert. Die letzten fünf Umfragen fließen ein und jetzt würde aktuell Donald Trump sogar mit 1% vor Hillary Clinton führen. Allerdings hier würde ich sagen, muss man ein bisschen dieses Ergebnis mit Vorsicht genießen, denn hier fließt ja LA Times ein einmal und zwar als letzter Wert und LA Times sieht Donald Trump doch deutlich stärker als im Grunde alle anderen Umfrageinstitute, die wir hier beachten. Und so kommt es eben jetzt zustande, dass Donald Trump eben ein bisschen jetzt vorne liegt vor Hillary Clinton. Wenn wir mal LA Times eben mit Vorsicht genießen, kann man sagen, es ist jetzt nahezu ein ausgeglichenes Rennen, ein Unentschieden, das hier vorliegt. Und maximal eine minimale Führung gibt es dann noch für Hillary Clinton. Also viel ist auf jeden Fall nicht mehr da vom Vorsprung von Hillary Clinton. Man sieht es ja auch hier am Kurvenverlauf. Donald Trump ist jetzt ganz nah dran. Und wie gesagt, hier jetzt sogar mal 1% vorne. Ich denke, das wird sich aber jetzt mit neuen Umfragen dann wieder etwas relativieren. Aber immerhin, Donald Trump ist jetzt mindestens mal in Reichweite, wenn nicht sogar schon auf gleicher Höhe mit Hillary Clinton. Aber natürlich wisst ihr ja, die ihr schon seit Wochen diese Videos schaut, am Ende entscheiden die Battleground States und das sind dieses Jahr, wie ich finde, sogar relativ viele, vor allen Dingen auch Bundesstaaten, die so traditionell nicht unbedingt Battleground States sind. Beispielsweise hier Michigan, auch Wisconsin. Das sind eigentlich Bundesstaaten, von denen man hätte ausgehen können, dass sie sicher in der Hand von Hillary Clinton sein sollten. Nun sind sie es nicht und deswegen gilt es hier
auch mal ein Auge drauf zu werfen. Wir starten also mit 200 Wahlmännerstimmen für Hillary Clinton und 145 für Donald Trump und 270 sind zum Sieg nötig. Schauen wir zunächst einmal nach Maine. Bei Maine hatte ich im letzten Video schon angedeutet, gibt es eine kleine Besonderheit. Maine hat insgesamt 4 Wahlmänner zu vergeben und es gibt aber 2 Wahlbezirke. Und es ist so, dass dass der Sieger der Wahlbezirke einen Wahlmann bekommt. Normalerweise ist es ja Winner takes all, bis auf Nebraska und Maine zumindest ist das so. Und da bekommt der Sieger des Bundesstaates alle Wahlmännerstimmen. In Maine und in Nebraska ist das anders. In Maine gibt es 2 Wahlbezirke und der Sieger jedes Wahlbezirks kriegt einen Wahlmann dazu. Und die anderen 2 Wahlmänner bekommt dann derjenige, der über den gesamten Bundesstaat die meisten Stimmen hat. Das bedeutet, ganz einfach heruntergebrochen, hier im Wahlbezirk 2 kann man sehen, liegt Donald Trump klar vorne. Das würde bedeuten, ein Wahlmann aus Maine würde Stand jetzt zu Donald Trump gehen. Auf das Konto von Donald Trump. Und wir sehen aber auch, hier oben über den gesamten Bundesstaat gesehen, liegt Hillary Clinton gar nicht mehr so weit vorne. Donald Trump ist nah dran. Und das könnte sogar bedeuten, dass vielleicht sogar mehr als nur ein Wahlmann an Donald Trump gehen könnte. Also hier muss man auch über den gesamten Bundesstaat noch ein Auge drauf werfen und diese Werte im Blick behalten. Ansonsten sehen wir hier Missouri, da gab es jetzt neue Umfragen und man kann sehen, Missouri scheint jetzt doch wieder sehr, sehr klar auf Seiten von Donald Trump zu sein. Zwischenzeitlich gab es mal so eine Phase, da sah es so aus, als könnte Hillary Clinton in Missouri gefährlich nahe kommen. Man sieht das hier auch noch an der Umfrage von Monmouth vom 23. August. Da war der Vorsprung von Trump ja nur 1%, aber jetzt sind es 13% in der neuesten Umfrage. Also das sieht jetzt wieder sehr safe aus. Ähnliches gilt für South Carolina, wenn nicht sogar noch mehr. Hier ist jetzt der Vorsprung sogar 15% und so muss man sagen, South Carolina ist momentan kein Battleground State mehr. Zwischenzeitlich war es auch enger und wir sehen es ja hier Mitte August, 11. August, da waren es 2 Prozentpunkte Vorsprung für Trump und am 21. August waren es 4. Also da sah es spannend aus, aber jetzt mit 15 Prozentpunkten Vorsprung sieht das sehr, sehr deutlich pro Trump aus. In Texas sollte man sicherlich die Umfragen auch noch beachten, aber wir sehen mit 7 Prozentpunkten ist Texas zumindest kein enger Battleground State, aber trotzdem, man muss mal schauen, immerhin gab es am 6. September die eine Umfrage, in der es unentschieden stand. Jetzt schauen wir aber auf die Bundesstaaten, in denen das Rennen doch enger ist. Und wir beginnen mit Arizona. Dort gibt es im Grunde seit dem letzten Video keine neue Umfrage mehr. Es gibt die vom 11.9. Und da lag Donald Trump mit 2 Prozentpunkten vorne. Das heißt, im Grunde hat sich hier am Stand der Dinge nichts verändert. Ich habe jetzt auch hier die Darstellung nochmal angepasst. Die letzten 4 Umfragen fließen ein. Und hier liegt Donald Trump mit 1,8 Prozentpunkten vorne. Nur auch an dieser Stelle nochmal zur Erinnerung oder für diejenigen, die zum ersten Mal diese Videos hier ansehen. Bei einem Vorsprung von über 1% färbe ich nachher den Start entsprechend für den Kandidaten ein. Bei einem Vorsprung zwischen 0 und 1% ist dieser Bundesstaat unentschieden. Kommen wir nun zu Colorado und da gibt es eine Umfrage vom 15. September 2016, in der Donald Trump mit plus 4% vorne liegt. Und würde Donald Trump tatsächlich in Colorado vorne liegen und diesen Bundesstaat einfahren, dann könnte das ein sehr, sehr wichtiger Bundesstaat für Donald Trump sein. Wir werden das später auf der Karte sehen. Und nur um das mal vorwegzunehmen, ein Sieg in Colorado könnte möglicherweise zumindest ein Unentschieden herbeiführen zwischen Clinton und Trump. Wir werden das aber später auf der Karte nochmal sehen. Wenn wir allerdings die Schnittwerte bilden, dann liegt Hillary Clinton zumindest mit 2,3 Prozentpunkten noch vorne. Aber wie gesagt, die neueste Umfrage plus 4 Trump, das macht hellhörig. Und deswegen gilt es in den kommenden Wochen in Colorado besonders genau auf die Umfragewerte zu schauen und sie einfließen zu lassen. Sollte Donald Trump also hier wirklich vor Hillary Clinton landen, dann könnte es ein sehr bitterer Verlust für Clinton werden. Das also zu Colorado. In Florida gab es derweil 3 Umfragen
Und in zwei lag Donald Trump vorne, einmal mit 4%-Punkten, einmal mit 3%-Punkten und Hillary Clinton lag nur einmal vorne mit 2%-Punkten. Folglich dürfte Donald Trump ja auch ein bisschen seinen Vorsprung ausgebaut haben, beziehungsweise auch vorbeigezogen sein an Hillary Clinton. Und so ist es auch. Jetzt liegt Trump mit 1,2% vorne und das bedeutet, im Gegensatz zu vergangener Woche wird jetzt Florida rot eingefärbt. Momentan also ist Florida auf Seiten der Republikaner. In Georgia gab es am 15. September zwei neue Umfragen und der Vorsprung von Trump betrug einmal 6% und einmal 4%. Das ist für ein Battleground State gar nicht mal so schlecht, ziemlich komfortabel und mittlerweile baut Donald Trump auch im Schnitt seinen Vorsprung aus und Georgia scheint jetzt wieder etwas sicherer in der Hand der Republikaner zu sein. Zwischenzeitlich lag ja auch, und das sieht man hier Anfang Mitte August, lag Hillary Clinton sogar mal vorne. Dann haben wir Iowa. In Iowa haben wir in der neuesten Umfrage plus 8 für Trump. Das ist sehr viel. Und das sogar von Monmouth, wo wir ja doch häufiger mal Umfrageergebnisse hatten, in denen Hillary Clinton sehr stark abgeschnitten hat. Wenn wir das jetzt in den Schnitt einfließen lassen, sind es 4,3% Vorsprung für Trump und damit ist Iowa momentan ziemlich klar auf Seiten der Republikaner. Michigan ist weiterhin zu beobachten, denn am 15.09. sehen wir, ist der Vorsprung nur plus 3 gewesen. Am 12.09. gibt es eine Umfrage mit plus 6. Aber plus 3, das ist eben nicht so weit weg. Immerhin ist Michigan ja ein Bundesstaat, der eigentlich für Hillary Clinton stimmen sollte und da ist plus 3 wirklich nicht so ein großer Abstand. Im Schnitt sind es noch 3,8 für Clinton. Natürlich gilt auch hier das, was ich für eben Georgia gesagt habe, so über 3% ist für ein Battleground State noch komfortabel. Insofern, es brennt noch nicht in Michigan, dass es jetzt wirklich schon ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen wäre, aber trotzdem. Donald Trump ist nicht so weit weg und man muss eben immer bedenken, Michigan ist ja eigentlich ein Bundesstaat, der für Donald Trump eigentlich nichts einbringen sollte. Und insofern ist das schon spannend zu sehen, dass es nur 3,8% sind. Nevada. Nevada könnte ein wichtiger Bundesstaat sein, je nachdem, wie die Wahl in anderen Bundesstaaten ausfällt. Wir sehen, das Rennen ist hier relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen für Hillary Clinton. Man sieht es ja hier. Plus 2 vorne, einmal Hillary Clinton und Donald Trump einmal plus 1 vorne. Und so beträgt der Vorsprung im Schnitt 1,5 für Hillary Clinton. Das langt, um Nevada momentan blau einfärben zu können, aber man sieht, dass der Vorsprung alles andere als komfortabel ist und es auf jeden Fall ein enges Rennen dort bleibt. New Hampshire, da sieht man. Seit letzter Woche hat sich nichts getan, deswegen kann man es hier eigentlich relativ schnell so zusammenfassen. Clintons Vorsprung ist kleiner geworden. Zwischenzeitlich sah es ja so aus, als wäre in New Hampshire nichts zu holen für Donald Trump. Wenn wir auf den Schnitt schauen, sind es noch plus 6 für Clinton. Aber wie gesagt, wir bräuchten hier mal eigentlich noch neue Umfragen. Wir haben, wie gesagt, seit letzter Woche keine neuen bekommen. Ein paar neue Umfragen wären vielleicht nicht verkehrt. Dann könnte man auch die Tendenz abschätzen. Anders sieht es in North Carolina aus, da gibt es nämlich eine neue Umfrage. Dort sehen wir ein Unentschieden, 42 zu 42 zwischen Clinton und Trump. Und grafisch haben wir exakt auch ein Unentschieden bei 41,3 zu 41,3%. Das ist also ein ganz, ganz offener Bundesstaat und er ist vor allen Dingen für Donald Trump ein sehr wichtiger. Auch das werden wir gleich auf der Karte noch sehen. Ohio. Da haben wir vier Umfrageergebnisse und wir haben einmal am 11. September einen Vorsprung von Hillary Clinton mit plus 7. Das war erstaunlich, weil auch die Umfragewerte davor eigentlich Donald Trump favorisiert haben. Und dann haben wir aber drei weitere Umfrageergebnisse bekommen in dieser Woche und da sehen wir, da liegt Donald Trump zweimal mit plus 5 vorne und einmal mit plus 3. Und so ist dieser plus 7%-Effekt für Hillary Clinton vom 11. September im Grunde getilgt. Und man sieht hier 42,8 zu 41,3, 1,5% Vorsprung für Donald Trump. Und damit wird Ohio auch rot eingefärbt. Doch das ist eine Veränderung zu vergangener Woche. In Pennsylvania gab es derweil auch mal wieder eine neue Umfrage. Und hier ist der Vorsprung für Hillary Clinton relativ klar.
Man muss zwar anmerken, bei Morning Call Mühlenberg wurden nur rund 400 Personen befragt, aber trotzdem, andere Meinungsumfrageinstitute wie Monmouth haben das auch nur mit so rund 400 Personen gemacht. Deswegen nehmen wir mal das Ergebnis und lassen es einfließen. Und da ist der Vorsprung dann doch komfortabel. Also in Pennsylvania scheint Clinton noch immer klar vorne zu liegen. Dann haben wir Virginia. Zwei Umfragen gab es. Einmal plus 6 für Clinton, einmal plus 3 für Clinton. Und gerade plus 3 ist natürlich wieder ein Ergebnis, das nahelegt, dass es vielleicht nochmal enger werden könnte. Im Schnitt sind es aber noch komfortable 4,2% für Hillary Clinton. Also in Virginia führt Clinton noch komfortabel. Und dann haben wir zum Abschluss noch Wisconsin. Da hat sich aber seit dem letzten Video nichts mehr getan, sodass sich hier grafisch nichts verändert hat. Wisconsin sollte eigentlich pro Clinton wählen, aber die letzte Umfrage, die wir haben, sieht Clinton nur bei plus 2% vorne. Deswegen sollte man auch Wisconsin weiterhin im Auge behalten. Und hier, wie gewohnt, ein Blick auf Bundesstaaten mit sehr klaren Ergebnissen. Da sind jetzt seit letzter Woche nicht mehr viele Umfragen dazugekommen. Ich nehme auch nicht alle, denn da wäre die Liste sehr, sehr lang. Also nur in Auswahl, zum Beispiel Kalifornien, 53% für Clinton, 32% für Trump. Auf der anderen Seite gibt es aber auch zum Beispiel Kansas mit 48% zu 36% für Trump. Jetzt schauen wir mal auf die Karte und wir sehen, relativ viel wird mittlerweile rot eingefärbt. Das sah noch vor ein paar Videos gar nicht so rot aus. Und gehen wir mal die Staaten durch, die jetzt mittlerweile rot eingefärbt sind. Da sind zum einen die Bundesstaaten, die mal zeitweise so aussahen, als könnten sie umkämpft sein, die es aber Stand jetzt nicht sind. Das sind, wie man hier sehen kann, Missouri und South Carolina. Und dann haben wir aber auch noch einen klaren Vorsprung gesehen in Iowa und man kann auch sagen in Georgia und in diesem Second District of Maine. Diese Wahlmännerstimmen gehen jetzt alle auf das Konto von Donald Trump. Und dann gibt es jetzt noch drei weitere Bundesstaaten, die wir Donald Trump zuschreiben können. Das ist einmal Arizona mit 11 Wahlmännerstimmen und dann zwei wichtige Battleground States mit Ohio, 18 Wahlmännerstimmen und Florida, 29 Wahlmännerstimmen. Und das sind dann eben 47 mehr als vergangene Woche und somit kommt Donald Trump jetzt auf 245. Auf der anderen Seite, was schreiben wir Hillary Clinton zu? Das ist einmal Nevada, dann einmal Colorado, Wisconsin und Michigan, dann haben wir Pennsylvania, Virginia und New Hampshire. Und so kommt Hillary Clinton, wie auch vergangene Woche, auf 278 Wahlmännerstimmen. Und ich hatte eben schon angedeutet, Colorado könnte eine entscheidende Rolle spielen und Nevada möglicherweise auch. Die beiden in Kombination sind sehr wichtig und wir werden gleich sehen, warum. 245 für Donald Trump, 270 braucht man zum Sieg, bei 269 hätte man einen Unentschieden erreicht. Und somit gucken wir mal, wie jetzt Donald Trump auf welchen Wert kommen würde. North Carolina, haben wir gesehen, ist absolut unentschieden. Die neueste Umfrage war unentschieden, der Schnittwert war unentschieden. Also hier ist es wirklich momentan unklar abzuschätzen, wer vorne liegt. Gehen wir mal davon aus, Donald Trump würde North Carolina gewinnen, dann hätte er 260 Wahlmännerstimmen. Und da fehlten ihm zum Unentschieden ja nur noch 9. Und in Colorado lag er nach der neuesten Umfrage mit plus 4 vorne. Und somit ist es nicht so unwahrscheinlich, dass Donald Trump eine Chance in Colorado hätte oder hat. Und dann hätten wir ein Unentschieden. Dann hätten beide Kandidaten 269 Stimmen. Und dann ist natürlich die Frage, kann Donald Trump sogar noch mehr als dieses Unentschieden schaffen? Und da muss man momentan sagen, naja, Optionen hätte er. Und vor allen Dingen ist die Option Nevada. Da war der Vorsprung ja auch nicht so groß, ein enges Rennen. Und mit Nevada und Colorado würde er den Sieg schaffen. Noch liegt Clinton da vorne. Aber es ist eben nicht unrealistisch, dass Donald Trump auch dort vorne liegen könnte. In Colorado haben wir sogar eine Umfrage, die ihn vorne sieht. In Nevada ist es ein enges Rennen. Ansonsten gibt es vielleicht noch in Maine eine Chance. Da scheint es auch enger zu sein als erwartet. In Wisconsin brauchen wir, wie gesagt, neue Umfragewerte. Und in den anderen, also in Pennsylvania, scheint es relativ klar pro Clinton zu sein. In Virginia ist der Vorsprung momentan auch noch komfortabel. Das heißt, da, also zumindest in Pennsylvania, dürfte Trump keine Chancen haben.
In Virginia wird es schwer werden und in Michigan muss man noch ein Fragezeichen dahinter setzen, wie es da aussieht. Aber das sollte jetzt nur mal ein Gedankenspiel sein, um zu zeigen, oder ein Zahlenspiel sein, um zu zeigen, Donald Trump hat tatsächlich eine realistische Chance, am 8. November zu gewinnen. Zumindest Stand jetzt. Wie sich es bis dahin entwickeln wird, ist ja nochmal eine andere Sache. Das also zum Zwischenstand. Jetzt schauen wir mal noch auf die Entwicklung und wir sehen, Donald Trump steht, also da sieht man diesen Aufwärtstrend auch nochmal bestätigt, diesen Aufwind, den er hat. Donald Trump steht mit 245 so gut da wie noch nie in meinen Videos, die ich seit Ende Juni aufnehme. Und es ist wirklich enger geworden. Und Donald Trump konnte jetzt mit Ohio und Florida auch zwei wichtige Bundesstaaten auf seine Seite ziehen. Nichtsdestotrotz, Hillary Clinton führt noch. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Donald Trump ist noch nicht vorbeigezogen oder in einer besseren Situation, also in einer besseren Position als Hillary Clinton. Aber es ist jetzt sehr, sehr eng geworden. Das nächste Video gibt es dann am 28. September, also nächsten Mittwoch um 16 Uhr. Und zum Abschluss nochmal eine Kleinigkeit, nämlich die Umfrage von der vergangenen Woche. Da hieß ja die Frage, für welchen Kandidaten würdest du deine Stimme abgeben? Und ihr seht hier das Ergebnis. Donald Trump ist bei euch auch leicht favorisiert mit 40,2%. Hillary Clinton kommt auf 37,9%. Und dahinter Gary Johnson mit 14,9%, Jill Stein mit 4,6% und ein anderer Kandidat mit 2,3%. So der Stand am 18. September um 14:23 Uhr. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach erneut teilnehmen. Ich lasse es einfach mal laufen. Ich habe mir die Werte aufgeschrieben. Das heißt, ich ziehe später einfach die Differenz ab. Das heißt, diejenigen von euch, die schon abgestimmt haben letzte Woche, können das diese Woche auch wieder tun. Und dann gibt es möglicherweise beim nächsten Video wieder einen neuen Stand der Dinge bei euch. Natürlich beeinflusst das wenig die Wahl in den USA, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie ihr zu den einzelnen Kandidaten steht und für wen ihr eure Stimme abgeben würdet. Also wenn ihr wollt, einfach wieder auf euren Kandidaten eurer Wahl klicken. Entweder aufs Feld hier auf der Folie oder unten in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage ciao, ciao.